Ja, begrüße alle ganz herzlich, Herr Landrat, Geschäftsführer Schaller, die Vertreter von der EWF und Presse zu diesem Startschuss für E-Ladesäulenprojekte in der Gemeinde Burgwald. Und freue mich, dass das geklappt hat, dass die Gemeinde Burgwald hier an öffentlicher Stelle vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Bottendorf die erste öffentliche Ladesäule eröffnen kann. Ganz herzlichen Dank hier an die EWF, den Landrat und alle am Projekt Beteiligten. Wir bedanken uns bei der Gemeinde Burgwald, dass wir das hier aufstellen dürfen. Mit den Ladesäulen, mit den Elektromobilen, das ist das alte Henne-Ei-Problem. Keine Elektromobile, keine Ladesäulen, keine Ladesäulen, keine Elektromobile. Irgendwo musste man mal anfangen. Und der Bürgermeister Koch hat ja mit dieser Gemeinschaftsaktion für die E-Mobile ein deutliches Zeichen gesetzt. Dann haben wir gesagt, da muss auch eine Ladesäule her. Und so kam das Ganze zustande. Es wird immer so schön erzählt, das muss ich einfach mal anmerken, die Förderung durch das Land oder die Förderung durch den Bund. Die Förderung für die Ladesäule beträgt genau 20%. Das ist nicht das, so wie es aussieht, wie die Politik es verkauft. Dennoch haben wir es gemacht, weil wir einfach auch für die Region da sind, weil wir einfach glauben, dass die Region auch im ländlichen Bereich sich entwickeln muss. Danke. Also beide Seiten haben 22 kW, das ist also egal, auf welche Seite man sich jetzt einstöpselt. Oh. Und jetzt läuft es genau, schon? Dann läuft es, für die LED einmal auf blau springt. Genau. Wo? Hier rum. Ach so, da. Okay. Normalerweise hält man genau jetzt seine Ladekarte noch hier vor. Die Säule ist im Moment freigeschaltet. Die kriege ich wo? Bei uns. Genau. Also das ist die Botschaft von Big Bar. Ladekarte bei EWF. Genau. In Ruhe, bei Ihnen geben wir die Gemeinden 10 Stück und wir können die dann auch. Ich darf aber den Borgwald nicht verdecken.